Willkommen zu Medizintechnik 2 und heute wollen wir uns nochmal die Magnetresonanzbildgebung ansehen. Tatsächlich wollen wir uns heute angucken, wie denn die Bilder tatsächlich zustande kommen. Nun, dafür müssen wir uns verschiedene Prinzipien ansehen. Die Bildgebung funktioniert tatsächlich so, dass wir zunächst uns den Bereich selektieren müssen, in dem wir überhaupt Bilder machen möchten. Dann müssen wir den Ortsraum kodieren, was wir sehr elegant tun werden, und wir werden heute auch verstehen, warum so eine Technologie dann zu einem Nobelpreis führt. Und am Ende sehen wir uns den sogenannten K-Wellenraum an und werden dabei feststellen, dass dieser einem Konzept ähnelt, das wir schon vor einigen Videos eingeführt haben. Am Ende sehen wir uns einige Beispiele an, zum Beispiel spektralselektive Anregung und funktionelle magnetische Resonanztomographie. Gut, fangen wir an mit den Grundlagen. Also jetzt geht es tatsächlich um die Bildgebung, wie die Bilder zustande kommen. Und dazu reicht es nicht nur aus, einzelne Wasserstoffkerne anzuregen, sondern tatsächlich, wir müssen auch die Ortsinformation kodieren. Und dazu werden wir zwei Konzepte einführen. Das ist einmal die Schichtanregung und dann die örtliche Kodierung. Beide werden durch das Gradientensystem eines MR-Scanners möglich. Das Gradientensystem sieht wie folgt aus. Um ein solches starkes B0-Feld aufzubauen, ist es notwendig, dass wir entsprechend starke Magneten einsetzen. Diese werden üblicherweise durch Elektromagneten realisiert. Jedoch sind so starke Elektromagneten mit einem hohen Widerstand ausgestattet, was dazu führen würde, dass diese Magnete einfach schmelzen würden. Um trotzdem solche starken Magnete aufbauen zu können, werden Supraleiter eingesetzt. Dazu ist es notwendig, den Magneten konstant stark herunter zu kühlen, um entsprechende supraleitende Effekte zu verursachen. Wenn ihr also in so einem MR-Scanner seid, umgibt euch ein großer Supraleiter auf weit unter minus 100 Grad Celsius abgekühlt wird, um eine entsprechende Supraleitung zu erreichen. Weiterhin werden zusätzliche Spulen eingesetzt, und zwar in X, Y und Z Richtung, wobei hier Z entlang der Patientenhauptachse ist, also nach Kopf-Fuß. Und diese befinden sich im Inneren unter dem Dauermagneten. Damit ist es dann möglich, verschiedene Magnetfelder zu induzieren und natürlich auch stark wechselnde Magnetfelder zu induzieren. Also unser B0, das Hauptmagnetfeld, ist theoretisch völlig homogen und wird eben durch unseren Supraleiter verursacht. Dazu gibt es die sogenannten Gradientenspulen, die es ermöglichen, dieses Magnetfeld örtlich zu verändern. Wir können hier schematisch dargestellt sehen, dass wir eben in Z-Richtung, X- und Y-Richtung die Stärke des Magnetfelds beliebig verändern können. Das Interessante dabei ist jetzt, dass wir damit auch beliebige Schichtorientierungen erreichen können, wie wir es bei CT eben nicht bei der Aufnahme tun können, sondern erst, wenn wir ein vollständiges Volumen abgetastet haben und dieses dann nachträglich neu orientieren. Die Gradientenspulen befinden sich in folgender Konfiguration. Wir arbeiten also jeweils mit Spulenpaaren, in grün dargestellt die Z-Spule, in gelb die Y-Spule und in rot die X-Spule, die dazu genutzt werden können, um diese unterschiedlichen Gradientenfelder zu erzeugen. Nun, nachdem wir wissen, wie die Gradienten angeordnet sind, können wir diese jetzt nutzen, um verschiedene Effekte auszulösen. Zunächst ist es wichtig, dass wir die richtige Schicht auswählen können. Und um das zu tun, nutzen wir den Effekt der Larmor-Frequenz. Wir wissen, dass eine Anregung mit der entsprechenden elektromagnetischen Frequenz sich nur auswirkt, wenn ein passendes B0 vorliegt. Wenn wir also das B0 verändern, beispielsweise durch den Einsatz der Gradientenspulen, können wir dafür sorgen, dass an unterschiedlichen Bereichen im Körper unterschiedliche Larmor-Frequenzen erzeugt werden. Das heißt, nur diejenigen Wasserstoffkerne, die überhaupt in der richtigen Larmor-Frequenz liegen, werden durch die entsprechende Anregung tatsächlich in die Präzision versetzt. Hier zeigen wir das anhand der Z-Spule und wir können durch die entsprechende Gradienteneinstellung dafür sorgen, dass nur in einem bestimmten Bereich die korrekte Larmor-Frequenz, mit der wir dann später auch unsere Wasserstoffkerne anregen wollen, auch tatsächlich getroffen werden. Und wir können diese durch die entsprechende Modulation des B0 erreichen und damit dafür sorgen, dass eben nur Wasserstoffkerne, die hier in der Körpermitte liegen, angeregt werden, und am Kopf sowie am Fuß findet überhaupt keine Anregung statt, da wir dort unterschiedliche Larmor-Frequenzen haben. Das ermöglicht es uns schon mal, einen gewissen Freiheitsgrad in der Ortsorientierung zu reduzieren.
Natürlich ist diese nicht perfekt. Das heißt, wir erreichen auch eine gewisse Anregung in benachbarten Frequenzen und damit können wir eben entsprechend auch die Schichtdicke einstellen. Je steiler mein Gradient ist, desto dünner sind die Schichten, die ich damit entsprechend anregen kann. Nun haben wir also nur Wasserstoffkerne in einer bestimmten Schicht angeregt. Dies ist allerdings noch nicht ausreichend, um tatsächlich Pixel zu messen. Aktuell würden wir immer die gesamte Integration über die komplette Schicht messen. Und das wäre natürlich nicht sehr aussagekräftig und lässt insbesondere auch nicht zu, dass wir damit einzelne Bildpunkte bestimmen. Also müssen wir noch eine Ortskodierung einführen und dazu setzen wir jetzt bestimmte Effekte ein, uns durch die Magnetfelder und die Präzisionseffekte gegeben sind. Sogar wenn wir viele solche Gradientenfelder einsetzen würden, würden wir immer nur eine entsprechende Schichtanregung erreichen. Also müssen wir irgendwie schaffen, dass wir ortsaufgelöst messen können. Und tatsächlich nutzen wir hier den Effekt, dass wir die Anregung all der Wasserstoffkerne in einer Ebene nun versuchen aufzulösen. Und die Idee dabei ist es nun, den Phasenversatz an den Ort zu kodieren. Wie kann sowas erreicht werden? Nun schauen wir uns ein Beispiel an. Hier sehen wir uns erstmal nur ein eindimensionales Beispiel an, weil wir dort den Effekt leichter erklären können. Tatsächlich können wir das auch in N-Dimensionen später erweitern. Stellen wir uns nun verschiedene Wasserstoffkerne in ihren einzelnen Voxeln vor und tatsächlich könnten wir jetzt hier von einzelnen Kernen reden, die in einem Voxel sind. Wir können aber auch das leicht erweitern, dass das eben die durchschnittliche Magnetisierung in dem entsprechenden Voxel ist. Damit könnten wir hier in diesem Beispiel verschiedene Voxel darstellen und natürlich sind diese Voxel unterschiedlich stark magnetisiert, weil dort eben unterschiedliche Konzentrationen und unterschiedliche Gewebe liegen. Nach der Anregung befinden sich alle Magnetisierungen exakt in derselben Phase, das heißt, sie zeigen alle in dieselbe Richtung. Würden wir jetzt zu diesem Zeitpunkt messen, würden wir eine starke Magnetisierung in eine entsprechende Richtung bekommen. Und tatsächlich ist unser Messvorgang nur die Summe über all unsere Vektoren. Diese zeigen alle in dieselbe Richtung, das heißt, wir kriegen eine lange Verkettung von allen Vektoren hintereinander, als würden wir diese alle hintereinander setzen in derselben Richtung. Wenn wir jetzt zu unterschiedlichen Zeiten messen würden, würden wir dieselbe Magnetisierung messen, also dieselbe Länge des Vektors, aber in eine unterschiedliche Richtung, weil das auf den Auslesezeitpunkt ankommt. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt wir auslesen, tritt eine andere Phase auf. Und die Magnetisierung zeigt in eine unterschiedliche Richtung. Der Betrag ist völlig identisch, weil die Anregung in jedem Voxel identisch war. Um dieses Problem nun zu lösen, versuchen wir einen Phasenversatz einzuführen. Und diesen Phasenversatz können wir erzeugen, indem wir wieder einen Gradienten einsetzen. Damit wird dann über die Zeit ein Phasenversatz kumuliert, weil wir über den Gradienten wieder die Larmor-Frequenz ändern. Und dadurch eben nicht mehr alle in derselben Frequenz schwingen. Und wir sehen, dass hier jetzt jeder Pfeil in eine andere Richtung zeigt. Tatsächlich kann ich diesen Effekt variieren, indem ich mal ein stärkeres oder ein schwächeres Gradientenfeld einsetze. Mit einem schwächeren Gradientenfeld erreiche ich einen schwächeren Phasenversatz, mit einem stärkeren Gradientenfeld einen stärkeren Phasenversatz. Ich kann mir also diesen Phasenversatz nun in einem Diagramm aufzeigen, indem ich nach oben die Magnitude darstelle und nach rechts die Feldstärke des Gradientenfeldes. Nun, damit können wir entsprechende Muster auslesen. Dies ist die Kernidee der örtlichen Kodierung. Mit diesem Phasenversatz können wir jetzt unterschiedliche Muster erzeugen, weil wir unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Rotation erzeugen können. Und tatsächlich messen wir dann als Antwort die Übereinstimmung mit diesem Muster. Wir messen also nur dann eine Magnetisierung, wenn das Signal, das tatsächlich vorliegt, mit unserem Muster übereinstimmt. Wenn wir ein besseres Zusammenpassen haben, bekommen wir auch eine stärkere Magnetisierung. Also ist unsere Idee, verschiedene Gradientenfelder anzuwenden. Das erzeugt unterschiedliche Phasenmuster.
Und dann messen wir den Betrag der tatsächlichen Magnetisierung und das beschreibt uns die Ähnlichkeit zu diesem Muster. Damit erreichen wir dann eine Zwischenrepräsentation unseres Bildes, die wir hier wieder gezeigt haben, diese wiederkehrenden Schwingungen. Von dieser Repräsentation wollen wir dann am Ende das Bild rekonstruieren. Wir können diese Magnetisierung der Muster auch mit entsprechenden Intensitäts Veränderungen darstellen. Hier stellen wir also den Phasenversatz als eine Intensitätsvariierung in einem Grauwertbild dar. Wir sehen also, eine Schwingung mit einem schwachen Gradientenfeld führt zu entsprechend langen Wellen und ein starker Gradient zu entsprechend kürzeren Wellen. Nun, diese Wellen haben wir schon mal gesehen. Tatsächlich kann ich solche Wellen als Überlagerung von Sinus- und Cosinuswellen darstellen und was wir tatsächlich messen, ist dann die punktweise Multiplikation mit unserem Muster und das Integral darüber. Und wenn wir jetzt wissen, dass das Muster eine entsprechende Welle ist, dann messen wir die eigentliche Funktion, das Bild mal die Sinusfunktion aufsummiert. Das haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. Das ist die Fourier-Transformierte unseres Bildes. Wir messen also über die Phasenkodierung nichts anderes als die Fourier-Transformierte des Bildes und können damit eine Ortsauflösung erreichen. Natürlich können wir das auch auf ND erweitern, was wir ja schon im Bereich Bildverarbeitung gesehen haben. Wir können damit also verschiedene Basismuster generieren und diese dann mit dem Bild multiplizieren. Tatsächlich ergibt sich dann diese Überlagerung als entsprechender Vektor im RN und damit können wir dann weiterhin die Korrelation zwischen den beiden Signalen messen. Das heißt, wir messen nichts anderes als Punkte in einer n-dimensionalen Fourier-Transformation. Dies bringt uns zum Konzept des K-Raums und der K-Raum ist im Wesentlichen die Fourier-Transformierte des Bildes. Wir nehmen also während der MR-Akquisition nichts anderes als den K-Raum, also die Fourier-Transformierte des Bildes, auf. Wir haben sogar schon ein Beispiel in 1D gesehen und tatsächlich in 2D würden wir dann Punkt für Punkt den entsprechenden K-Raum befüllen, also die Fourier-Transformierte unseres Bildes. Und wir haben ja schon im Kapitel Bildverarbeitung gesehen, dass wir je nach Wahl der Frequenz und der Orientierung unserer Welle dann einen entsprechenden Raum in diesem K-Raum erzeugen können, also im Fourier-Raum. Nun, das eigentliche Bild erreichen wir dann schlicht und einfach durch eine inverse Fourier-Transformation. Tatsächlich kann ich dies nun auch voll in 3D machen, also ich kann auch mit 3D-orientierten Wellen arbeiten und den gesamten 3D-Raum abtasten. Eigentlich brauchen wir diese Schichtauswahl nicht und deswegen gibt es dann tatsächlich schichtselektive Protokolle, in denen eben nur eine Schicht angeregt wird und dann dort die 2D-Fourier-Transformierte abgetastet wird. Diese haben typischerweise anisotrope Auflösung, also in orthogonaler Richtung zur Schicht hat man typischerweise eine niedrigere Auflösung als innerhalb der Schicht. Und tatsächlich kann man auch in einem voll 3D-Protokoll dann ganze Volumen anregen. Damit hat man dann eine 3D-Kodierung. Wir müssen also mit 3D-orientierten Wellen arbeiten und können dann volle 3D-Bilder aufnehmen. Typischerweise erreichen wir damit eine isotrope Auflösung, also in alle Richtungen die gleiche Auflösung, aber typischerweise nicht so hoch, wie wir sie mit der schichtweisen Anregung erreichen können. Tatsächlich gibt es noch weitere Vorteile. Man hat einfach mehr Wasserstoffkerne im Bild und durch die viele Anzahl der Wasserstoffkerne ist typischerweise auch das Signal-zu-Rausch-Verhältnis besser. Nun haben wir verstanden, wie die eigentlichen MR-Bilder generiert werden. Und damit können wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns einige besondere MR-Anwendungen ansehen. Wir können also noch mehr als die T1, T2 und Protonendichte Bilder erzeugen. Zwei Beispiele, die ich hier zeigen möchte, sind einmal die T2-Vorbereitung für bessere Koronararterien-Darstellung und die Wasserfettseparation. Das andere sind sogenannte funktionale Bilder, zum Beispiel die kontrastmittelfreie Angiografie oder das sogenannte Bold-Bildgebung. Hier geht es darum, die Sättigung des Sauerstoffs im Blut zu visualisieren. Nun, die sogenannte T2-Präparation für die Koronarangiografie funktioniert so, dass man den Kontrast zwischen arteriellem Blut und dem Myokardium, also dem Herzmuskel, verbessern möchte. Und das basiert auf einem Unterschied
in den T2-Kontrasten. Durch geschickte Anregung des Herzmuskels und des venösen Bluts kann man dort die Magnetisierung reduzieren und dann einen entsprechend erhöhten T2-Kontrast für das arterielle Blut messen. Hier sehen wir den Unterschied einmal mit der entsprechenden T2-Vorbereitung und einmal ohne. Links sehen wir ohne Vorbereitung, indem man die Arterien nur erahnen kann. Rechts sehen wir sehr schöne, deutliche Kontraste, weil entsprechende T2-Vorbereitungspulse eingesetzt wurden. Tatsächlich kann man das Ganze auch weiter drehen und man ist sogar in der Lage, einen Unterschied zwischen Wasser und Fett zu messen. Damit lässt sich dann beispielsweise die Fettsättigung in verschiedenen Organen messen. Der Unterschied hierbei ist, dass die chemische Komposition der Moleküle eine unterschiedliche Abschirmung erzeugt und aus der unterschiedlichen Abschirmung deren Magnetfelder lassen sich dann auch unterschiedliche Kontraste ermitteln. Unser Wasser ist ein relativ kleines Molekül, damit erreichen wir eben geringere Abschirmung. Bei Fett haben wir lange Molekülketten, die eine entsprechend stärkere Abschirmung erzeugen und damit erreichen wir eben in Fett kurze T1-Zeiten und im Wasser lange T1-Zeiten. Diesen Unterschied nennt man auch den chemischen Shift und dieser lässt sich dann durch geschicktes Anregen messen. Wir können also Fett unterdrücken mit entsprechenden Anregungspulsen und dann einmal das Bild mit Fett und einmal das Bild ohne Fett messen und aus dem Unterschied lassen sich dann entsprechende Zerlegungen berechnen, einmal das Fettsignal und einmal das Wassersignal. Und wenn ich die beiden Signale getrennt habe, dann lässt sich auch prozentual pro Voxel ermitteln, wie viel Wasser ist in dem Voxel und wie viel Fett. Und damit kann man beispielsweise Fettlebern diagnostizieren, ohne eine invasive Messung tatsächlich an der Leber durchzuführen. Und das ist wichtig für die Diagnose von zum Beispiel Leberfibrose oder HIV und ein wichtiger Biomarker, der sich nun völlig nicht invasiv messen lässt. Eine weitere interessante Technologie ist die sogenannte funktionale Bildgebung. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist die sogenannte kontrastfreie Angiografie. Mit dieser Vorgehensweise kann ich es vermeiden, zum Beispiel Kontrastmittel wie Gadolinium zu verändern, das die magnetischen Eigenschaften vom Blut verändern kann und damit auch eine Angiografie ermöglicht. Die Idee ist nun, dass wir eine Schicht aussuchen, die quasi vor der Messung liegt. Wir wählen eine Ebene senkrecht zur Flussrichtung aus, in der alle Teilchen angeregt werden, auch die Wasserstoffkerne innerhalb des Bluts, lesen aber dann in einer anderen Ebene aus. Wir wechseln also weiter nach oben und dort wird dann Signal nur dadurch erzeugt, an den Stellen, an denen entsprechendes Blut aus der ersten Ebene in die zweite Ebene geflossen ist und wir können so völlig kontrastmittelfrei Angiografien erzeugen. Hier sehen wir ein entsprechendes Beispiel. Wir sehen hier nicht mehr umliegendes Gewebe. Wir sehen nur noch die eigentlichen Gefäße, aber kein umgebendes Gewebe mehr, weil dieses nicht magnetisch angeregt wurde, sondern nur in einer Schicht gemessen wurde, in der nicht angeregt wurde. Alles, was magnetisch angeregt ist in diesem Bild, kann nur durch den Blutfluss entstanden sein und damit ergibt sich eine wunderschöne Gefäßdarstellung völlig ohne den Einsatz von Kontrastmitteln ist typischerweise problematisch, weil dieser ja aus dem Blut vom Körper wieder gefiltert werden muss. Und gerade bei Patienten, die zum Beispiel Probleme mit der Leber haben, kann der Abbau von Kontrastmitteln zu gefährlichen Komplikationen haben. Tatsächlich steht Gadolinium auch im Verdacht, noch weitere Auswirkungen auf den Körper zu haben. Aber hier liegen bisher nur sehr wenige Langzeitstudien vor, weswegen noch nicht abschließend gesagt werden kann, ob der Einsatz von Gadolinium tatsächlich auch langfristige Veränderungen im Körper bewirken kann. Ein zweiter funktioneller Effekt, der auch sehr häufigen Einsatz findet, ist die sogenannte funktionelle MRI. Insbesondere zum Erforschen des Gehirnes ist diese sehr wichtig. Hier wird tatsächlich gemessen, wie hoch der Sauerstoffanteil im Blut ist, weil der Sauerstoffanteil eine entsprechende Veränderung der T2-Sternzeit mit sich bringt. Also kann dadurch festgestellt werden,
ob das Blut noch einen hohen Sauerstoffanteil hat oder dieser schon entsprechend gesunken ist. Und die Idee ist jetzt hierbei, dass wir uns ansehen wollen, wo dieser Sauerstoff verbraucht wurde. Dieser wird natürlich in Arealen verbraucht, die starke Anregung haben und entsprechend stark stoffwechseln. Und damit lässt sich dann lokalisieren, wo der Sauerstoff verbraucht wurde. Das wird dann typischerweise beim Gehirn eingesetzt und hier kann man dann durch den Vergleich von vielen Messungen und unterschiedlichen Gruppen dann lokalisieren, in welchen Teil des Gehirns welche Informationen verarbeitet werden. Diese Art von Messungen haben zu einem deutlich besseren Verständnis des Gehirns geführt und viele Messungen, die bisher eben nur auf Zellebene oder auf Basis von Kriegsverletzten durchgeführt werden konnten, konnten so in vivo an Kontrollpersonen durchgeführt werden. Es hat also zu einem deutlichen Fortschritt im Verständnis des Gehirns geführt, dass wir heute über solche nicht-invasiven, kontrastmittelfreien Messverfahren verfügen, die uns damit viel bessere Verständnisse des menschlichen Körpers erlauben. Nun, damit sind wir auch schon am Ende unserer Ausführungen über die Magnetresonanztomographie. Ich hoffe, ihr habt in diesen Videos ein besseres Verständnis erhalten, was tatsächlich beim Messvorgang wichtig ist, vom Kontrast bis hin zur Ortsauflösung und warum solche Verfahren wie die Fourier-Transformation grundlegend wichtig für uns sind, um entsprechende Bilder zu erzeugen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.